Guten Morgen, ich bin der Karl-Heinz, der Raiffeisenkasse Bozen, Filiale Gries. Wir sind heute hier beim Weingut Schmidt-Oberrautner und schauen uns ein Beispiel der Finanzierung erneuerbarer Energien an. Florian, danke, dass wir dürfen heute zu Besuch sein. Erzähl uns einmal ein bisschen etwas über das Weingut Schmidt-Oberrautner. Ja, das Weingut Schmidt-Oberrautner Roland ist, glaube ich, eines der ältesten Familienweingüter in Südtirol. Wir sind jetzt hier in Gries seit 1363. Ich bin die 21. Generation da am Hof und wir tun heute nach wie vor in der Landwirtschaft arbeiten. Jetzt komplett Weinbau, früher haben wir mal eben Ackerbau gehabt. Aber wir sind ein Hof, der mittlerweile mitten in der Stadt eingebettet ist. Und wir sagen eben ganz gern, die Stadt haben sich um den Hof immer gebaut, fast da in Gries, weil wir ja einer der ältesten Höfe sind. Wir haben einmal ein Weingut da in Gries und einmal haben wir ein Weingut am Ritten, oben in Unterplatten. Und die haben da praktisch versuchen, alle Weine selbst umzubauen und haben vor allem auch in den letzten Jahren vermehrt draufgesetzt, pilzwiderstandsfähige Sorten auch umzupflanzen, weil uns bewusst ist, dass mit dem Klimawandel, den wir ja wirklich in der Landwirtschaft spüren, auch wir Maßnahmen setzen müssen, die ein bisschen in eine andere Richtung gehen, wo wir, jetzt will ich nicht sagen, ökologischer werden, aber einfach, wo wir auch in den Rechnung tragen, dass es allweil wärmer ist und allweil andere Bedingungen sind in der Landwirtschaft allgemein. Unsere hauptsächlichen Produkte sind natürlich der Lagrein. Wir haben aber auch St. Magdalena, was ja in Bozen auch eine ganz wichtige Sorte ist. Und danach eben, wie ich gesagt habe, wir haben auch ein bisschen Innovation im Betrieb. Wir machen Orangeweine, was jetzt ganz trendig ist und modern ist. Weißwein mit der Schale vergoren. Wir machen eben in Orangewein aus unseren Gewürztraminer und aus unserem Souvenir Gris. Und Souvenir Gris ist eben eine pilzwiderstandsfähige Sorte, was sehr, sehr fruchtige, exotische Weine hervorbringt, was, glaube ich, ganz interessant ist. Wir haben als zweites Standbein ja unsere Urlaub auf dem Bauernhof mit Ferienwohnungen und wir machen auch Veranstaltungen am Hof. Nachdem wir ja ein denkmalgeschütztes Haus haben, da mitten in der Stadt, ist unsere Entwicklungsmöglichkeit relativ begrenzt. Vor allem, weil wir ja sehr eingeschränkt sind mit den Vorgaben vom Denkmalamt. Aber dann haben wir gesagt, was können wir mehr dienen? Dann haben wir gesagt, wir werden als Betrieb kleiner, dafür tun wir diversifizieren. Wir haben das Weingut, wir haben unsere eigene Kellerei, wo wir die eigenen Weine machen und wir machen eben viel mit Gästen. Und selbst muss ich sagen, ist für uns schon extrem toll, weil wir natürlich da in der Stadt als Weinhof extrem gut arbeiten tun. Muss ich sagen, wir haben nur weininteressierte Kundschaft. Alle kriegen eine Kellerführung, alle unsere Gäste kriegen Weinverkostungen. Das ist natürlich unser, wie man modern sagt, Core-Business. Und da legen wir jetzt vermehrt Wert drauf. Mit Ethical Banking haben wir praktisch unsere Ökologisierung finanziert. Das heißt, wir haben Photovoltaik gemacht auf denkmalgeschützten Häusern. Ist das ja theoretisch nicht möglich. Es ist erst seit 2 Jahren möglich, auf Zubehörsflächen das zu machen. Wir brauchen extrem viel Strom für unsere Klimaanlagen, auch für die Keller und für die Ferienwohnungen, für die Veranstaltungsräume. Wir schaffen es jetzt im Sommer zu fast 70% in Strom aus unserer Photovoltaik zu beziehen. Wir müssen leider die Nacht den Strom zukaufen, untertags haben wir es eigentlich allem gratis. Und Zell ist natürlich schon erst einmal eine riesen Einsparung. Zweitens kommt man für, ist es natürlich auch für die Zukunft ein Projekt, was natürlich hoffentlich lang unhaltet und wo wir lange etwas davon haben. Ethical Banking bedeutet für mich, glaube ich, ganz eine große Solidarität. Vor allem, weil es sind ja Leute, die Geld investieren und ein bisschen darauf verzichten, auf eine Rendite und dafür in Projekten in ihrer Umgebung investieren. Und für uns ist es eine gute Möglichkeit, auch zu sagen, schau, ich tue mit deinem Geld Nachhaltigkeit finanzieren, ich tue da eine Photovoltaik finanzieren. Der Kunde kann ja, glaube ich, aussuchen, was und wo er sein Geld investiert. Und ich finde das einfach brutal ein solidarisches Projekt.